So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon, Mystery Dungeon. Ich wollte nicht auf die Taste drücken. Das letzte Mal haben wir Team Übel voll übelst zusammengeboxt und haben jetzt hier einen neuen Auftrag bekommen. Und in dieser Höhle soll ein Porenta. Davor habe ich jetzt nicht so wirklich Respekt. Ich meine, in dieser Höhle soll es ein übles, krasses Monster geben. Oh Gott, ich habe nicht auf meine KP geachtet. Wuhuhui, das hätte aber jetzt auch böse ausgehen können. Alter Vater. Worum habe ich so wenig gehabt? War er das? Kann ich das irgendwie... Ich kann das doch... Nein, ich wollte den Stein nicht werfen. Wo habe ich gerade so viel Schaden bekommen? Kann ich ja aus dem Loch da oben nicht wirklich erkennen. Wow. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist das zweite Mal, dass ich kurz vor dem Draufgehen stehe. Und ganz im Ernst, ich weiß nicht, was da passiert. Ich möchte es nicht wissen. Ob es ein Pokémon Mystery Dungeon Nuzlocke gibt, fällt mir gerade so auf. Na gut, man kann ja, ich glaube, also die beiden Helden ja, kann man ja nicht freilassen. Aber die anderen. Naja. Egal, wir machen hier keine Nuzlocke oder sonstiges. Wir kämpfen hier ganz normal. Pow, wow, ey, die sind echt heftig. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen trainieren gehen. Was ist das? Komm schon, das ist eine Steinattacke. Das müsste sehr effektiv sein. Isaac, mach du das! Danke! Oh ja, yeah, Level 13! Chris, ist um 3 gestiegen, KP. Ja gut, wow. Heieiei. Oh, und Isaac auch, da müsst ihr auch jetzt kommen. Tor bestimmt auch, oder? Komm, ich weiß, was wir gut finden. Tor, Level up, komm, Tor! Nee, immer noch nicht. Wie viel brauchte der denn noch? Ich hab's wieder vergessen, wir haben es ja letzten Part nachgeguckt. Tor? Oh, noch 500, ey, meine Herren. Gut, Bericht. Wollen wir nochmal schauen. Wo stehen denn meine Werte? Achso, das ist immer so aufgeteilt. Verstehe. KP, ja, Angriff, Verteidigung, eigentlich alles gleich. Gut, meinetwegen, kann ich mit leben. So, oh Gott. Ey, jetzt schnell die Treppe suchen und dann... hier. Pow, und nochmal. Gut. Puh, diese Steine sind echt praktisch. Isaac, mach du das. Oder Thor und Isaac, macht das beide. Gott. Ich finde es aber gut, dass sie alle die gleiche Erfahrungspunkte kriegen. Das ist schön so. Und jetzt, bevor ich da weitergehe. Mach du das, Isaac. Ich wollte mir gerade hier noch ein bisschen aufladen. Autsch. Ich kann nicht vergiftet werden. Ich habe einen Persivschal. So. Solange kein Gegner in der Nähe ist, geht es auch noch schnell. Weil gerade bei dem Horn-Dude hat es ein bisschen gedauert. Ah. Gott, da kommen sie. Okay, und tiefer geht's. Gott, wir müssen ein bisschen die 10. Unteretage. Das wird eine Aktion. Oh, da geht's ja. Was hat am Arena-Berner war das? Gut, ich will direkt weiter runter. Ist mir echt gefährlich hier. Ist mir zu heikel. Skillklamm unter Geschoss 4. Isaac, ey. Einfach aufs Brutalste raus angreifen. Warum nicht? Isaac. Du hast es ganz schön auf dem Kasten. So, aber ich bin... Was für ein Monster könnte hier hausen? Aber jetzt kommt doch ich... Wir werden doch jetzt wohl noch nicht mit Legis konfrontiert, oder? Also es wäre ein bisschen... Krass. Frisst das! Und frisst das! Oh Gott, du machst mir zu viel Schaden, weißt du das? Und frisst das! So, wir haben ja genug von den Steinen. Ne, ich sehe schon, das bringt nicht allzu viel Erfahrungspunkte, wenn wir die mit Steinen killen. 32 hat das gerade gebracht. So, ein bisschen schwächen. Wow, der Lockduft. Der hat aber eine Reichweite, meine Herren. Pow! Das waren auch nur 34, ja. Aber gut, es war wieder nur ein normaler Angriff, keine Attacke. Scheinbar, ja, der Satz wird nicht klüger, wenn ich ihn zweimal sage. Deswegen sage ich ihn einfach noch ein drittes Mal. Es scheint scheinbar, als wäre es wirklich so, dass wir mehr Erfahrungspunkte kriegen, wenn wir solche Attacken einsetzen. Und hier ist ziemlich viel Wasser. Ha, Magnetilo kommt auch mit. Gut, Isaac, dann bleibst du mal da unten. Während Thor und ich uns mal ein bisschen hier umschauen. Ich sehe schon, der ist da unten. Ich hoffe, der kommt alleine klar. Das ist echt cool, das mit dem Wasser hier, das ist... Mag ich. Sehr nice. Natürlich kommt Pudox auch rüber. Isaac, wo gehst du hin, Kollege? Also der ist uns auf jeden Fall schon einiges voraus. Und wir sind auf der Karte gar nicht verzeichnet. Ob das so klug ist, dass wir so laufen, da ist Isaac. Hi, Isaac. Bam, Hornliu. Hättest du wohl gedacht. Ah, und da kommt er schon. Gut, das schaffen wir. Wenn wir richtig zielen würden. Autsch. Viel Schaden, aber wir machen ja auch genug. Oh Gott. Ey, scheiße. Ohne Siedelbeere reinstylen am besten direkt. Mm.
Jo. Klatsch. Alter. Was macht die Verwirrung? Macht die ja das gleiche wie in den Pokémon-Editionen? Nein, sie vertauscht meine Steuerung. Wie lange bin ich noch verwirrt? Das könnte langsam aufhören. Ah, okay. Dankeschön. Gut, suchen wir den Ausgang. Wo ist Thor? Wo geht er hin? Kein Mensch weiß es. Gott, ich sollte mich nicht so von meinem Team separieren. Achso, er kämpft da unten gerade. Es ist gut, nett, dass freundlicherweise, dass da immer hingeswitcht wird. Ja, schafft er. Thor, guck mal. Achso, ich sehe jetzt, es ist wieder oben, aber die Werte von dem unseren Freunden sehen. Das ist nur ein Hornio, das schaffst du doch wohl. Ja, aber wenn er immer Metallsound einsetzt, dann... Oh Gott, ein Hundemorn. Hundemorn, genau, ein Hunduster. Vielleicht sollte ich doch mal irgendwie... So. Team, Thor, Attacken. Du setzt bitte keinen Metallsound mehr ein vorerst. So. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge der Attacken auch irgendwas bringt. Falls ja, dann kann ich das jetzt auch mal... Nein, das wollte ich nicht. Ach, egal. Egal. Oder? Nein, nicht egal. Attacken. Wie sortiere ich die denn? Wieso schon mal nicht? Nein, soll sie aber nicht. Okay, weiß ich jetzt gerade nicht. R und L. Egal. Gut, da ist auf jeden Fall ein Hundester. Und das kriegt er jetzt erstmal eine Aquaknarre rein. Bam! Nein, kriegt das natürlich nicht. Aber jetzt kriegt es eine Aquaknarre rein. Gut, es reicht auch wieder für einen One-Hit. Oh, endlich erreicht der Mann ein Level, der arme Thor. Magnetilos Level ist gestiegen. Das ist voll geil. Dankeschön. KP um 5. Wow, das ist viel. Die anderen Werte steigen auch alle ganz schön viel. Das könnte erklären, warum er nur so langsam levelt. Warum rede ich von mir selbst in der dritten Person? Ich habe keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Geh nach Hause zu deiner Mama. Heulsuse. Warum bist du nicht immer so schnell gereizt, Magnetilo? Ich weiß es nicht. Das liegt an meiner schweren Kindheit. Ja, gut. Daran kann man nichts machen. Gut, Level 70. Level 70. 70 Erfahrungspunkte weiterbekommen. Wir machen hier weiter. Wo kommen wir hin? Wir gehen nur so langsam voran und unser Team ist in der ganzen Map verstreut. Das hatten wir noch nie. Ich bin gerade ein bisschen... Ich fühle mich gerade ein bisschen nackt ohne den Rest des Teams. Okay, da ist auf jeden Fall eine weitere Höhle. Oh Gott, nein! Nicht gegen Magnetilo kämpfen! Nein! Weg hier! Ist keine Feuerattacke! Lass mich bitte bewegen! Oh, und ich bin nur noch daneben gelaufen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darf ich nicht gehen, wenn die nicht bei mir sind? Echt? Doch. Oh, boah, ich dachte schon. Ich wollte schon sagen. Puh, okay, Leute. Wir haben das jetzt einmal gemacht. Ich würde sagen, das machen wir am besten gar nicht erst wieder. Das läuft nicht auf was Gutes hinaus. Kein Wunder, der Plan war ja auch von dir. Magnetilo, es tut mir leid. Ja. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß es. Es ist so streitsüchtig, es macht auch keinen Spaß. Oder Isaac, was sagst du denn dazu? Jo Mann, ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache, wir lösen hier dieses Rätsel. Und ein Weberack. Eigentlich ist es ja gar kein Rätsel, was wir lesen müssen. Wir müssen nur den Dungeon heil überstehen. Und das schaffen wir. Mach du das, Isaac. Immer haben die Magnetilos, die Janmas ist auf mich abgesehen. Diese fiesen kleinen Janmas. So, einfach immer schön dem Weg folgen. Aha, so dass auch jeder mit kann. Und noch ein bisschen Geld aufheben und weitergehen. Stillkam U7. Wir kommen doch gut durch. Wir kommen gut durch. Hunduster ist mein Metier. Patsch. So, einfach ein Aquaknarre ins Gesicht spucken, dann geht das auch. Ich möchte trotzdem mal gerne ein paar Pokémon rekrutieren wieder. Nur frage ich mich, wie genau das funktioniert. Ist mein Level vielleicht zu niedrig gewesen? Das Gebiet von Knilz hatten wir ja. Naja, es wird sich früher oder später noch herausstellen. Aquaknarre, zack. Es hat nicht gereicht. Es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Deswegen setzen wir jetzt Tackle ein. Bam. Wie viel Aquaknarre hatten wir gerade? Habe ich mich verguckt? Ich hoffe doch. Ja, habe ich. Gut. Boah, ich dachte schon, ich hätte noch zweimal Aquaknarre. Ich wollte schon sag, ey. Was sagt mein Hunger? Mein Hunger sagt, dass ich vielleicht mir mal besser einen Apfel essen sollte. Nom, 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 nom. Voll aufgefüllt. Eine Treppe führt hinunter. Was du nicht sagst. Ja, ja, ich weiß. Stillklamm. U8. Eieieiei. Jetzt kommen wir wieder zu diesen Riesengebieten. Nein, setzt nicht Lockduft ein. Lasst euch nicht dranlocken, Leute. Weg hier. Oh Gott, das sind zwei. Haut ab.
Schnell! Ah! Verdammt, ich am Tor. Tor, kümmere dich nicht um die. Oh Gott, wir brauchen... Oh Gott, er braucht Hilfe. Isaac, mach was. Dürfte ich mich bewegen? Danke. So, jetzt dürfen die erstmal dreimal machen. Oh Gott. Verdammt, Isaac, hilf uns. Oh Gott, das wird nichts. Oh, scheiße. Isaac, du bist hier das Feuer-Pokémon. Weißt du das? Mach du was. Oh Gott, nein, Tor. Ja, das hat keine Wirkung. Was? Achso, Typ Tor verhindert Vergiftung, wollte schon sagen. Halt hier noch irgendwas anderes KP? Nicht so wirklich, sieht nicht so aus, ne? Werfen? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, dass ich einen anderen Pokémon... Also auf jeden Fall hier, Isaac hat das ja auch schon mal bei mir gemacht. Items, Sinelbeere, werfen. Ah, so funktioniert das. Okay, cool. Gut, jetzt Tor, mach was. Komm näher ran. Tor sag ich schon. Isaac, mach was. Du bist ja das Feuer-Pokémon. Greif an. Ja, ja. Tor verhindert. Oh Gott, ey. Drei auf einmal ist nicht gut. So, Isaac, reicht mir. Mit dir. Wie sind deine Taktik? Das war's, genau. Taktiken prüfen. Den Gegner hinterher. Zack, so, jetzt greif an. Aha, geht doch. So, und jetzt lass Magnetüler dahinter alleine kämpfen. Ich habe Angst um ihn. Wirklich. Oh Gott, wie sie aber auch alle nur ihn angreifen. Oh, mach doch Glut. Oh nein. Ich bin selber voll am Arsch. Tor wurde wiederbelebt. Ach, durch die Beere wahrscheinlich, ne? I see. Oh Gott. Ich bin unterlevelt. Glaube ich so langsam. Was macht das? AP. Ach so, das heilt die AP. Ja, ich bin ja blöd. Ja, gut. Und füllt den Magen auch noch etwas auf. Ja, gut. Sorry, Leute. Ich muss mich zurückziehen. Ihr müsst es allein machen. Isaac, würdest du einfach Glut benutzen? Dann wäre das schon längst erledigt gewesen. Und Thor ist gleich wieder down. Dankeschön. Meine Fresse. War das so schwer? Wow, er direkt 4 auf einmal, ist aber auch heftig, ne? 3 auf einmal, ist aber auch heftig. Oh Gott. Wann stirbt eigentlich endlich mal dieses Feberrack? Wie viel hält denn das noch aus? Und das war's. Wow. Geht mal kaputt, Jungs. Ja, wow, jetzt gut. Und jetzt macht das einfach weg. Alter Schwede. Boah, sind wir am Arsch. Das war eine Spur zu heftig. So, Isaac. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Dieser Kampf war nicht gut. Der war definitiv nicht gut. Du hast einfach zu oft deinen Normal angefangen. Und was hat das gekostet? Magnetilo ist gestorben. Ich weiß, eigentlich war das aber nicht seine, sondern deine Schuld. Ist egal. Es ist immer die Schuld des Anführers. Ich sagte, ist egal. Außerdem hat Isaac im letzten Part gesagt, er sei der Anführer. Ja, also erzähl dir nichts vom Pferd, ne? Ah, nein. Okay, gut. Wir möchten doch bitte einfach nur schnellstmöglich hier runter jetzt. Ach, das ist schon wieder was. Hier, friss das. Bam. Und das. So. Ja, ist mir jetzt egal, dass es wenig Erfahrungspunkte bringt. Ich möchte hier raus. Auf jeden Fall sind wir wieder ein bisschen geheilter. Ja, ein kleines bisschen. Und ich hoffe jetzt einfach mal ganz stark, dass wir nicht auf irgendein... Oh, danke. Das haben wir gebraucht. Oh, und da unten ist auch schon die nächste Etage. Dass wir nicht auf irgendein Evil Monster treffen, wie uns hier schon angekündigt wurde. Das wäre doch nicht so nett. Ein Knackleon, aha. Aha, aha. Schilkam U9. So. Ach Gott, was sind das da unten? Ah, sind schon wieder zwei. Boah, nee. Warum so viele? Ja, natürlich setzt der Hypnose ein. Und ich penne natürlich weg. Isaac, mach Glut. Mach sie einfach kaputt. Mach Glut, Isaac. Nur Glut, okay? Na ja, gut. Von mir aus. Wenn es reicht, dann wollen wir doch das. Aber... Oh Gott! Ich will aufwachen, bitte. Und down. Was? Möchtest du über einen Notruf... Nein, was ist das denn? Das war hart. Das war echt hart. Ganz im Ernst. Krass.
Guten Morgen. Yo, Isaac. Alter Schwede, voll versagt, würde ich sagen. Aber nicht zu knapp. Ja. Alter Vater, ich sag's gerne nochmal. Alter Vater und direkt nochmal. Alter Vater. Wow, voll verprügelt. Okay, das ist schwerer, als ich gedacht hätte. Wir brauchen Zeug, definitiv. Gut, Kangama, komm mal her. Hallo und herzlich willkommen. Ja, lagern wir erstmal den ganzen Kram und dann nehmen wir gleich ganz viel... wir haben fast alles verloren. Jetzt weiß ich, was passiert, wenn man also besiegt wird. Ja, wir lagern erstmal alles ab, so. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? Du redest definitiv zu viel, Kangama. Null! Man verliert alles, deswegen ist diese verdammte Bank da. Wow! Uff, das Schiff. Uff. Heftig. Okay, was möchtest du mitnehmen? Wird die sortiert? Belebersamen. Sinelbeeren. Was ist das? Nee, noch nicht. Top-Elixiere. Und das war auch sehr nützlich. Ja. Du redest zu viel, immer noch. So. Items. Items. Ich wollte nicht nur von jedem ein, ich wollte alle mitnehmen, Häschen. Oh. Nein, nicht lagern. Nehmen. Belebersamen. Nehmen. Oh, kann ich echt nicht alle gleichzeitig auch alle auf einmal auswählen? Das ist ja nervig. Sinelbeere. Nö, scheinbar nicht. Oh Gott. Na gut, dann halt so. Klick, ja. Und nochmal. Klick, ja. Und... Was hatten wir noch? Top-Elixiere ein paar. So, einmal mitnehmen. Und nochmal. Dann können wir gleich auch schön mit Aquaknarre rumspammen. Wir müssen dann da keine Sorgen mehr haben, dass es irgendwie nicht ausreicht oder so. So. Chris. Attacken. Mache ich das mal? Ich glaube, ich bin jetzt mal wagemutig. Hi, du. Willkommen. Oh, da kostet ja doch. Ich habe das nicht gesehen. Warum kostest du Geld? Ich habe gedacht, du bist gratis mit deinen Dingern. So, reicht das? Ich sage jetzt einfach mal ja. Ja, dann würde ich sagen, auf ein neues, ne? Voll verprügelt. Sorry, Papunga, aber das war nix. Stillklamm. Etappe 2. Okay. Ja, Jungs, da sind wir wieder. Okay. Hier, bam, direkt eine Aquaknarre rein. Und es besiegt ihn nicht mal, aber die Glut besiegt ihn. So. Und direkt eine Ebene tiefer. Ich würde sagen, nach der Mission mache ich echt noch ein bisschen Offscreen-Training oder irgendwie sowas. Falls sich das anbietet. Aber ich glaube echt, das lohnt auf jeden Fall. So, möglichst schnell wieder nach unten. Da haben wir schon Glück gehabt, die ersten beiden Ebenen gut überstanden. Du bist zu langsam, Magnetilo. Ey, weißt du was? Mach einfach bitte nur Donnerschock. Tu uns den Gefallen. Und hetz dich gar nicht erst mit diesen scheiß Attacken ab. So, nur Donnerschock bitte. Oh yeah, du machst ganz schön wenig Schaden, weißt du das, Magnetilo? Gut, dein Level ist auch ziemlich niedrig. Ich glaube, wir sollten ihm helfen. Er kommt nicht klar. Wow, wie viel Schaden der einfach wieder reinmacht. Ja. Pff, Alter, er ist doch lächerlich. Wie stark die sind. Ich bin hart unterlevelt und ich würde gerne mal sehen, wie ich das Level meiner Gegner einsehen kann. Irgendwie habe ich das immer noch nicht rausgefunden. Muss ich mal sagen. So, machen wir doch mal das da oben. Info, irgendwie. Nee, ach egal. Können wir scheinbar nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich mal den Mifi fragen, der erklärt mir das bestimmt wieder. Der erklärt mir nämlich alles, was ich nicht weiß. Er ist so lustig. Stillklamm, Untergeschoss 4. Was zur Hölle?
Monsterleg. Gut, dann walte mal deines Amtes. Hier, mach einfach... Ach, schon wieder. Ey, ich hasse das, wenn ganz am Anfang Deck 3 sind. Oder beziehungsweise 2. Isaac, würdest du, danke, deines Amtes walten? Mich ist dann einfach nicht interessiert und er einfach nur seine normale Attacke angreift. Wenn du jetzt zu Glut wechselst, ne, dann hagelt's Kopfnüsse, Isaac. Danke. Ich wollte sagen, hättest du mal direkt lieber gemacht. So. Hm? Erlangt normales Tempo. Okay, gut. Ich bin manchmal... liegt aber viel. Alles her damit. Alles her damit, nachdem wir unser ganzes Geld verloren haben im letzten Part. Oh Gott, das ging gar nicht. Das geht ja gar nicht. So, wo ist hier der Ausgang zur nächsten Ebene? Wo geht's zur Wasserebene? Ich sehe gerade, der Part ist zu Ende. Hupsala. Ja, sorry, ich habe ja richtig viel geschafft. Naja, jetzt wisst ihr mal, was passiert, wenn man drauf geht. Da würde ich sagen, das war Pokémon Mystery Dungeon für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.